Ja, heute ist unsere Nummer 6, Jayun Gözlem bei uns. Hallo Jay, du bist jetzt schon seit über einem Monat in Hannover. Wie gefällt dir die Stadt und wie ist es für dich, wieder in deine alte Heimat Deutschland zurückgekehrt zu sein? Also erstmal muss ich sagen, dass ich sehr glücklich hier bin und ich habe auch einen schönen ersten Monat hier gehabt, auch schnell eingelebt mit meiner Frau zusammen in Hannover. Uns gefällt die Stadt sehr gut, haben sehr viel Spaß hier in Hannover. Ja, du sagst ja gerade, mit deiner Frau bist du ja schon gut eingelebt. Wie war es denn im Team? Hat dich das Team gut aufgenommen? Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch schon früher in den Interviews immer gesagt gehabt. Mir kommt es so vor, als wäre ich schon länger hier im Team. Also ist eine super Truppe hier und wir haben alle zusammen richtig viel Spaß. Ja. Ja, nach deiner Unterschrift sagtest du, dass Taifun Korkut eine wichtige Person für dich ist, ein Entscheidungsträger. Wie lange kennst du ihn schon und wie ist das Verhältnis mittlerweile zu ihm? Also schon als jüngerer Zuschauer, sage ich jetzt mal, habe ich ihn ja, den Trainer, öfters zugesehen im Fernsehen, aber so privat kannten wir uns eigentlich nicht wirklich. Und dann kurz vom Transfer haben wir dann öfters telefoniert und es war mir dann schon sehr wichtig, dass wir auch oft telefoniert haben und so kam dann auch der Transfer zustande. Okay. Ja, die ersten beiden Spieltage der Bundesliga sind jetzt rum, inklusive Pokal. Wie lautet dein erstes Fazit? Wie hast du die in Erinnerung, die ersten beiden Spiele? Also ich bin der Meinung, dass wir einen guten Start hatten und ich hoffe, das legen wir dann auch fort. Schalke spielt zu Hause mit unseren Fans, ganz klar, haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. In Mainz war es natürlich ein bisschen schwierig, aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir auch alles gut gemacht dort und mit einem Punkt können wir dann schon, denke ich, zufrieden sein. Hast du ein persönliches Saisonziel oder wie meinst du, wie geht es in den nächsten Wochen weiter? Wenn man weiter rausblickt, nächste Woche Samstag kommt Hamburg, die jetzt, sage ich jetzt mal, nicht ganz optimal in die Saison gestartet sind aus deren Sicht. Was versprichst du dir von dem Spiel gegen den ehemaligen Trainer hier von Hannover 96, Mirko Slomka, vor einem ausverkauften Haus? Ja, ich bin ja wie gesagt erst seit einem Monat da. Für mich ist jedes Spiel was Besonderes hier in der Bundesliga und ich will jedes Spiel gewinnen, egal wie der Gegner heißt. Und ja, ich hoffe, das schaffen wir dann auch gleich nächste Woche Sonntag. Ja, ich bin positiv der Meinung, dass wir das auch schaffen werden. Ich habe eben gesagt, 49.000 Zuschauer hier in der HDI Arena nächste Woche. Kommen wir mal auf deine Social Media Aktivitäten. Da hast du allein bei Instagram knapp 35.000 Follower und bei Twitter sind es über 170.000. Damit könntest du das Stadion mehrere Male hier alleine füllen. Wie kommt das? Also grandios natürlich, oder wie findest du das? Ja, Twitter habe ich jetzt schon mehrere Jahre lang schon in der Türkei benutzt und eben dadurch, weil ich auch in zwei großen Vereinen in der Türkei gespielt habe, denke ich, ein bisschen Vorteile hatte. Ja, ist schon schön, das zu sehen, dass man gemocht wird und ich hoffe, die Zahl wird mehr und mehr steigen. Sind denn schon viele neue Follower aus Deutschland dazu gekommen oder ist es immer noch so aus der Türkei die meisten? Nee, schon natürlich die Mehrzahl aus der Türkei, weil ich ja jetzt längere Zeit in der Türkei war, aber nachdem ich dann hierher gewechselt bin, wird es auch mehr aus Deutschland. Okay, alles klar, vielen Dank. Ich danke, ciao.